Willkommen zurück, Reisende. Heute probieren wir mit dem Totenbeschwörer auf Höhlen von Dalzok ohne Flüche in 8 Minuten One. Ich habe uns die neue Rune freischalten können. Und zwar beherrschende Präsenz. Reduziert zwar den von mir verursachten Schaden um 40%, aber erhöht den bei allen unseren Beschwörungen. Das heißt, alle unsere Skelettkrieger, Skelettmagier und Skelettbogenschützen verursachen 40% mehr Schaden. Nur zusehen, dass wir hier ein bisschen was einsammeln. Und jetzt müssen wir hoffen, hier, die macht uns stärker, das geht ja schon mal. War nicht unsere Skelette. Wir brauchen jetzt nur halt die ganzen anderen Skelett Krieger für uns. So hoffen, dass wir die schnell bekommen. Da haben wir schon mal die Bogenschützen. Einmal magnetisch mit, weil hier nicht so weit laufen müssen. Das ist ja schon wieder. Also mit dem Rollen haben, also hier mit unserer Fähigkeitsauswahl, haben wir ja auch nur Pech. Die Skelettmagier ganz dringend. Jetzt können wir das direkt vergessen. Weiß nicht sein Ernst jetzt. Magier. Müssen wir die Fähigkeiten auch alle pushen? Nichts. Nehmen wir Blockhäufigkeit. Müssen wir ab und zu alles einsammeln. Gucken, ob die noch Gift verursachen. Ist aber auch. Also manche Fähigkeiten braucht man nun gar nicht.
Dann machen wir uns halt ein bisschen schneller. Das war ein gutes Upgrade. Wirkhäufigkeit. Können wir sie schneller beschwören, wenn sie sterben. So, wir nehmen das hier. Ah. Welche ersetzen wir? Ah, wir ersetzen die da. Noch einmal. Wir brauchen auch, also die ganzen Krieger, die ganzen Skelette, die für uns kämpfen. Und dann noch hier so Bereichseffekte. So, wo taucht der? So, der Boss ist tot. Ah, expansiv. Ja, dann müssen wir die noch verbrennen verursachen, auch egal. Hier stehen, stehen wir weit genug vom Rand entfernt. Unsere Magier und Bogenschützen können aber noch hinschießen. Und die anderen, die normalen Skelettkrieger, hoffen halt überall rum. Das einsammeln. Ah, eine erhöhte Anzahl, das ist schon mal sehr gut. Nochmal Mehrfachwirkung. Gesundheit brauchen wir gar nicht. Mal gucken, ob wir durch das, durch die Rune jetzt die letzten 30 Sekunden rausholen können, die uns immer fehlen. Boss ist hin. Die Gesundheit der Skelette müssen wir gar nicht erhöhen. Die sterben oder pengen, ist egal. Nur gucken, hier spawnen gut viele Gegner. Weil die Magier und Bogenschützen bleiben immer an unserer Seite. So, ungewöhnliche Power selten. Gesundheit. Zwei weniger Schaden. Aber beides nicht so gut. Und wenn hier ganz viele Gegner auftauchen, ist gut, wenn wir hier stehen. Und nicht zu nah am Rand. Dass die auch im Umkreis hier alles angreifen können. Jetzt kommt gleich der nächste Boss. Ist er. Wir müssen nur immer ein bisschen an den Boss rangehen. Damit die Magier und Bogenschützen da auch hinschießen. Crit erhöhen. Mal das mitnehmen. Die Anzahl erhöhen, aber das ist sehr gut. So, jetzt müssen wir hoffen, dass wir die letzten schnell um runtergekloppt kriegen. 350 Stück noch.
wäre, wenn wir sie noch schneller beschwören könnten. So, jetzt wird es kritisch. Schaffen wir das noch? Ob wir jetzt was einsammeln oder nicht, ist egal. Hauptsache, die sterben schnell. So, 100 noch. Und dann, sobald der Boss auftaucht, direkt hinlaufen. Oh Gott, die letzten wollen jetzt nicht, oder was? So, da ist er. Ah, 7 Minuten 44. Gut, obwohl wir jetzt am Anfang nicht so Glück hatten mit der Auswahl, funktioniert es. Also, wir haben Dash-Kontrolle mit. Dadurch bewegen wir uns 50% schneller. Beherrschende Präsenz reduziert den von dir verursachten Schaden um 40%, erhöht aber den Schadensmodifikator aller von dir beschworenen Einheiten um 40%. Wir ja selber sowieso nichts machen, ist das richtig gut. Kritische Kontrolle, 100% deiner kritischen Chance wird bei der Berechnung des kritischen Treffers zu deinem kritischen Treffermultiplikator hinzugefügt. Und Waffenexperte, dann haben wir direkt noch eine zweite Fähigkeit. Ist jetzt nicht nötig eigentlich, weil wir durch unsere Waffe die Skelettkrieger haben. So, haben wir in Bestzeit geschafft. So wie wir das wollten. Hat auch direkt geklappt. Und wir müssten jetzt auch einen Runenplatz mehr haben. Können wir ja noch schnell nachgucken. Ja, wir haben jetzt 8 Plätze. Okay. Dann wisst ihr jetzt auch, falls ihr da noch Probleme hattet. Man muss halt noch ein bisschen am Anfang dann Glück jetzt haben mit den Fähigkeiten. Wenn man die schneller bekommt, schafft man das vielleicht sogar noch schneller. Dann danke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.